Hallo liebe Kinder, ich lese euch heute die Geschichte von Miss Purzelbaum vor. Miss Purzelbaum ist kein Mädchen, das einfach nur spazieren geht. Nicht Miss Purzelbaum. Sie hat viel zu viel Energie für so etwas. Anstatt irgendwohin zu Fuß zu gehen, schlägt sie Räder den ganzen Weg entlang. Sie geht auch nicht normal bei ihrer Haustüre rein. Das wäre ja viel zu einfach. Sie hat sich ein Haus gebaut, bei dem sie zuvor noch über das Dach klettern muss. Miss Purzelbaum sitzt auch nicht einfach so auf einem Stuhl. Stattdessen balanciert sie auf der Lehne. Niemals würde Miss Purzelbaum nur an einer Sache vorbeigehen. Sie springt immer drüber. Und anstatt ganz normal ans Telefon zu gehen, wie jeder andere Mensch, macht sie, na, ihr seht es ja selbst. Als sie eines Tages gerade ratschlagend am Haus von Mr. Sorge vorbeikam, rief er sie zu sich. Da liegt ein Blatt auf meinem Hausdach. Bitte, könntest du das für mich herunterholen? Fragte er. Mr. Sorge hatte sich nämlich den ganzen Vormittag lang darüber Sorgen gemacht, ob durch dieses Blatt vielleicht sein Haus einstürzen könnte. Ich habe eine lange Leiter, fügte er noch hinzu. Ach, ich brauche doch keine Leiter, entgegnete Miss Purzelbaum. Und schnell wie der Blitz kletterte sie auf das Dach von Mr. Sorgens Haus und holte das Blatt herunter. Etwas weiter unten in der Straße kam Miss Purzelbaum am Haus von Mr. Mager vorbei. Mr. Mager stand oben auf der Leiter und strich sein Dach. Unglücklicherweise kam gerade Mr. Auer um die Ecke und ging unter der Leiter hindurch. Besser gesagt, er versuchte unter der Leiter hindurchzugehen, aber weil er Mr. Auer war, rannte er direkt in die Leiter hinein. Wumms! Hier könnt ihr sehen, was passiert ist. Miss Purzelbaum hatte alles mit angesehen. Und ohne auch nur einen Gedanken an die Leiter auf den Boden zu verschwenden, kletterte sie nach oben auf das Haus zu Mr. Mager, klemmte ihn sich unter den Arm und brachte ihn sicher auf den Boden zurück. Er war ja nicht besonders schwer. Bis zum nächsten Morgen hatten alle von den wagemutigen Taten von Miss Purzelbaum gehört. Das Telefon läutete. Es war Mr. Größenwahn. In meinem Kamin steckt ein Regenschirm, näselte er. Ich höre, Sie sind gut im Dachklettern. Ich erwarte Sie hier in 5 Minuten. Mr. Größenwahns Haus ist eines der größten Häuser, das man sich vorstellen kann. Auf das Dach von Mr. Größenwahn zu klettern, wäre mal eine richtige Herausforderung, dachte sich Miss Purzelbaum. In 0,nix war Miss Purzelbaum auf Mr. Größenwahns Dach hinaufgeklettert. Das war ja kinderleicht, sagte sie und balancierte auf dem Kamin herum. Aber dann schaute sie nach unten auf den Boden, tief unter ihr. Und das war das Letzte, was sie hätte tun sollen. Plötzlich wurde ihr schwindelig. Ihre Knie fingen an zu zittern. Um sie herum begann sich alles im Kreis zu drehen. Miss Purzelbaum entdeckte, dass sie nicht schwindelfrei war. Glücklicherweise kam gerade zufällig Mr. Kitzel des Wegs. Er fuhr einen sehr ungewöhnlich langen Arm aus. Glaubt ihr, er wollte Miss Purzelbaum kitzeln? Natürlich hat er sie gekitzelt, aber erst nachdem er sie wieder sicher auf den Boden abgesetzt hatte. Hör doch auf, lachte Miss Purzelbaum. Ich verspreche, dass ich das nie mehr machen werde. Und schon war Mr. Kitzel wieder weg und suchte sich jemand anderen zum Kitzeln. An diesem Abend saß, jawohl, richtig gehört, saß Miss Purzelbaum in ihrem Lehnstuhl. Plötzlich läutete das Telefon. Mir wurde mein Hut davon gewegt, sagte eine Stimme am anderen Ende.
Er ist auf dem Dach meines Hauses gelandet. Könnten Sie vielleicht... Miss Purzelbaum wurde blass. Wer ist da dran? Fragte sie und ihre Stimme zitterte. Mr. Klein am Apparat, sagte Mr. Klein. Ach, Miss Purzelbaum seufzte tief auf vor Erleichterung. Ich bin in 5 Minuten da, sagte sie. Und sie purzelbaumte davon. So, wenn euch die Geschichte gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Bild malen und das als Junge Theater schicken. Oder ein Foto machen und es per Mail schicken. Tschüss.